Yo Leute, ich habe was Geiles für euch. Erhaltet mit dem Code ZEIT15 unglaubliche 15% Rabatt bei kungfong.de, dem bekanntesten Kampfsportshop in Deutschland. Also Leute, schlag zu. Was geht ab, Leute? Seid hier. Am 7. Dezember werden sich Anthony Joshua und Andy Ruiz zum Rückkampf in Saudi-Arabien begegnen. Andy Ruiz wird dabei seine Weltmeistertitel aufs Spiel setzen und damit Ex-Weltmeister Anthony Joshua einen direkten Rückkampf geben. Jetzt haben sich die beiden in Saudi-Arabien in einer Pressekonferenz vor dem Rückkampf begegnet und haben dort sogar einen Stare-Down abgehalten. Dort wurde auch bekannt gegeben, dass Anthony Joshua und Andy Ruiz in einer eigens dafür gebauten Halle gegeneinander kämpfen, so ähnlich wie bei dem Kampf von Khabib Nurmagomedov bei UFC 242. Wieso die beiden in Saudi-Arabien gegeneinander kämpfen, das hat Joshuas Manager Eddie Hearn verraten. Die Welt soll an diesem Kampf teilhaben und es soll nicht immer nur in England oder Amerika gekämpft werden. Das ist wahrscheinlich nur ein Teil der Wahrheit, ein anderer ist es, dass die beiden sich nicht beim Ort einig werden konnten. Anthony Joshua sagte, dass er am 1. Juni gegen einen sehr starken Gegner gekämpft hat und er bis zum 1. Juni Champion gewesen ist und Andy Ruiz genauso nur bis zum 7. Dezember Champion sein wird. Anthony Joshua findet es gut, dass er mal aus England oder Amerika rauskommt und er an einem neutralen Ort kämpfen wird. Ich muss sagen, dass Anthony Joshua super ernst wirkt und nicht so übertrieben freundlich wie früher. Andy Ruiz sagt, alles ist möglich, man muss nur an seinen Träumen festhalten. Er hat gesagt, dass er extrem fokussiert ist. Außerdem entkräftet er die Vermutung von manchen Leuten, dass er nicht hart trainiert. Er sagt, dass mit diesen Titeln sehr viel Verantwortung einhergeht und er deswegen sehr hart trainiert. Er behauptet, er wird wieder gewinnen und alle eines Besseren belehren. Und auch wenn er jetzt ein neues Haus und einen Rolls Royce hat, wird er weiter hart kämpfen und trainieren, damit er nicht ein One-Hit-Wonder ist. Er erwartet einen besseren Anthony Joshua und wird dementsprechend härter trainieren. Was denkt ihr, wer wird am 7. Dezember gewinnen? Schreibt mir das in die Kommentare, das Ganze könnt ihr kostenlos auf The Zone sehen. Link zum Gratismonat findet ihr direkt als ersten Link in der Infobox. Und damit Leute, bis zum nächsten Mal, euer Seid.